Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App, der Yamera Manual Camera, also Kamera, nur nicht mit C oder mit K, sondern mit Y. Mal gucken, wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß es nicht. 29,4 Megabyte groß, erfordert iOS 10.0 oder neuer. Grundsätzlich gratis, einen In-App-Kauf gibt es die Pro-Version einmalig 2,49. Und bei 23 Gesamtbewertungen eine Durchschnitts-Sterne-Bewertung von 4,955 Sternen. Was macht die App? Es ist eine Full-Manual-Kamera. A powerful camera app with full control over your image. Ihr könnt Shutter Speed einstellen, ISO-Wert, Weißabgleich, Fokus, Exposure Compensation, Gray Card. Man kann place a gray card in the center of the screen. It will automatically adjust white balance parameters. Ihr habt Auto- oder manuelle Kontrollen, sechsfach Digital-Zoom, Timer, Exif-Metadaten, Geotag, ob die LED als Flash funktionieren soll oder auch nicht. 4K-Video-Recording, Slow-Mo-Video-Recording, Foto machen, während ein Video aufgenommen wird, auch da sechsfach Digital-Zoom, Stabilisation und so weiter und so fort. Es gibt ebenfalls ein URL-Schemata, wird unterstützt. Und ansonsten funktioniert das ganz hervorragend und es wird zum Beispiel beworben als Full Manual Camera für den Mond. Also mit dem iPhone 10R geht das nicht, aber wenn man vielleicht noch irgendwie, ja, wer weiß, vielleicht sogar eine Linse, also ein Zoom-Objektiv draufpackt, so ein Clip-Objektiv oder irgendwie sowas. Dann vielleicht, aber wenn man manuelle Kontrolle haben will, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Fairer Preis, auch der In-App-Kauf. Alles gut, Yamera. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.